Wir sind unterwegs mit Detlef, hier ein etwas kürzeres Modell. Detlef hat schon gesagt, sind keine Lampen dran, haben wir 6 Meter, eventuell sogar noch ein bisschen kürzer. Haben wir 6 Meter, Detlef? Hier haben wir sogar 5,41 Meter. Der ist richtig wendig, das ist schon ein richtiger City-Hüpfer. Den kann man so im gelebten Alltag universell nutzen. Die eierlegende Wollmilchsau sozusagen. Simone, mach mal hinten zu, bitte. Und dann gucken wir uns den mal von der Seite an. Detlef, du nimmst mal ganz kurz hier das Ding weg, das Roll-Up, dass wir das mal richtig sehen. Simone, mach mal die Arme breit. Ja. Und dann sehen wir 5,41 Meter, das ist wirklich ein sehr, sehr kurzes Fahrzeug. Komm mal gerade ein bisschen näher zu mir, ein bisschen näher, Arme breit. Ja, sehr schön, so will ich das haben. Detlef, das ist doch wirklich so, das ist von der Preis-Leistung pro laufenden Meter natürlich ein bisschen teurer wie die 6,40 Meter, aber ich kriege ein extrem kompaktes Fahrzeug für City-Touren und so weiter. Ja, ganz genau. Der Montageaufwand ist ja letztlich bei jedem Kastenwagen gleich. Das heißt, so groß sind die Preise auf verschiedenen Längen gar nicht auseinander. Das ist natürlich ein Modell für junge Leute, die sagen, wir wollen nicht so viel Geld für einen Bulli ausgeben, der kostet schon wieder 60, 70, 80.000 Euro. Ja. Wir wollen hier ein universell nutzbares Fahrzeug haben. Wir haben die klassische Aufteilung, die ich quasi bei den anderen Fahrzeugen schon gesehen habe. Sag mal, wenn ich jetzt so ein ganz alter Sack bin wie ich, ja, darf ich den denn nicht mehr kaufen? Ist das so eine praktisch Begrenzung wie bei der Bahn AG bis 26? Oder? Na, das ist völlig egal. Natürlich fasst du auch als alter Sack hier gut rein. Was für viele interessant ist, ist natürlich hier mit der kompakten Funktion auch die Möglichkeit, wenn man jetzt als Soloreisender unterwegs ist, brauche ich ja nicht so ein Riesenbrett mit 6 Meter oder 6,36 Meter. Da kann ich sagen, ich nehme hier so ein 5,41er. Ja. Das Bett hinten ist nämlich ein bisschen schmäler, als wir das bei den anderen gesehen haben. Das seht ihr jetzt hier auch. Wir haben aber immerhin noch über 1,35 im vorderen Bereich und 1,15 Meter hier am Fußende. Für zwei Leute, die schlank sind und sich noch gern haben, ist das ein akzeptables Maß, sodass man das hier hinten auch als Doppelbett wirklich vernünftig würde nutzen können. Du spielst ja immer mehr, Simone. Du hast jetzt schon die Leute begrüßt, hast du gemerkt, wo du reinkommen bist. Das machst du saugut. Und hier sieht man, das Kopfteil ist ein gutes Stück breiter. Der Hauptschalter wird jetzt mal angemacht vom Detlef. Der Running Gag, das liegt aber daran, dass wir wirklich von einem Auto zum anderen hasten, weil nämlich gleich die Zombie-Apokalypse kommt. Ja, da müssen wir dran denken, die zu filmen. Die müssen wir filmen, gleich öffnen nämlich die Türen. Pass auf. Zack. Boah, bist... Aber man kann auch einfach hier berühren. Also theoretisch auch nicht mal oben. Und praktisch? Auch. Auch. So, hier oben Schränke, Riesenschränke, da kommen die Füße drunter, man braucht viel Platz, da kommst du gut ran. Ja genau, den Schrank haben wir ein bisschen größer gemacht, um hier ein bisschen mehr Stauraum einzurichten. Das ist nur zu Anfang. Simone, ich zeig dir noch unseren Trick. Wir hatten ja vorne keinen Platz für einen Kleiderschrank, da haben wir jetzt versucht, den hier hinten noch mal ein bisschen zu improvisieren. Mach du bitte mal die rechte Klappe auf. So, da siehst du oben schon eine kleine Kleiderbügelstange. Ja. Und du kannst einfach mal wackeln an den unteren Böden, die kann man alle rausnehmen. Ja? Also wenn ich jetzt wirklich mal was Schickes Schwarzes mitnehmen will und ich brauche unbedingt einen Bügel, dann hätte ich jetzt die Möglichkeit, den Zwischenboden rauszunehmen, den unteren Boden rauszunehmen und ich habe dann hier in dem Fahrzeug, obwohl er so kurz ist, trotzdem noch so eine Art Kleiderschrank mit am Bügel. Das ist toll. Also ich zeige das mal ganz kurz hier. Also jetzt kannst du... Ich steuere es nur mal an. Ja, hier kann man nur wippen. So. So. Und was ich auch total genial finde, also es gibt ja viele, die irgendwie weiter weg arbeiten, also gerade Homeoffice wird ja immer mehr und dann müssen sie aber doch ab und zu mal irgendwie in die Firma und so weiter, hat mir gestern zum Beispiel eine Frau erzählt und für die ist dann so ein Fahrzeug, glaube ich, ziemlich gut. Kannst du aufhören, so Grimassen zu machen. Hast du jetzt echt versucht, eine Mod zu machen, geil? Also, ja, für halt. Leute, die ins Sommer. Aber ganz ehrlich, es gibt so viele Anwendungen für das Ding. Du hast gerade eben Homeoffice genannt. Was ich viel cooler finde, ist einfach mal raus. Ja, nee, weißt aber du, die arbeiten normalerweise vom Homeoffice. Komm, ja, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, die Leute schreiben das vielleicht beim Finanzamt ab, weil sie es dann irgendwie nutzen können. Aber nein, es gibt Leute, die machen das so. Die müssen dann halt ab und zu irgendwie... Ich kann doch hier nicht arbeiten, ey. Wenn ich draußen stehe im Grünen und allen drum und dran. Es geht darum, dass sie dann da drin schlafen können und nicht im Hotelzimmer brauchen oder so. Okay. So ist es. Wir sind auch so ein bisschen am Kaspern. Du warst noch Tag Nummer 1, haben wir rumgekaspert. Aber mittlerweile. Später es wird, umso mehr sind wir am Spinnen. Ja, so ist es. Sag mal hier, Detlef, du hältst hier 10 Stunden durch, oder wie? Bitte was? Du hältst hier wirklich 10 Stunden durch auf dem Stand. Das ist ja schon hart, ja, weil die Fragen sind ja ganz, ganz unterschiedlich, oder? Von den Leuten. Erstmal sind es nur 8 Stunden, das geht noch.
Ja, also von 10 bis 18 Uhr. Ja gut, jetzt ist ja hier um 8:30 haben wir schon angefangen, ja, mit dir. Das weißt du auch. Okay, ja, da vorne, ja, sind die Brötchen noch, die auf dich warten. Die warten und vor allem wartet der Kaffee auf mich. Das ist ganz wichtig. Hier nochmal kurz für euch ein paar Vorteile der Ventesi-Baureihe. Also wir machen oben die Schränke in weiß. Das sorgt gerade in so einem kompakten Fahrzeug für eine deutlich bessere Lichtreflexion. Und ich bringe insgesamt mehr Helligkeit ins Fahrzeug rein. Wir haben hier beim Ventesi auch die stoffgepolsterten Wände, dass das insgesamt noch mal ein bisschen wohnlicher aussieht. Und wir haben natürlich hier wieder diese berührbaren Lampen, die dann automatisch anspringen. Jede dieser Lampen hat oben im Sockel sogar noch einen USB-Anschluss. Das ist echt praktisch. Ich habe dann alles gedacht, oder? Für was brauche ich jetzt hier diese Clipser? Die Gurte? Simone, das sind wieder die Clipser, wo dich das Bett hochklappt. Wenn du abspringst, können wir das gerade nochmal machen. Spring ab. So. Also hier ist wieder die Funktion gegeben, wo wir halt die Polster beispielsweise kurz senkrecht an die Wand stellen. Das ist bei dem Fahrzeug sehr gut, weil ich kriege das wirklich fast senkrecht hoch. Kann hier die Clipser oben wieder reinmachen. So, ich zeig mal. Zack. So, und jetzt kann der Shetland-Pony rein. Genau, jetzt kann der Shetland-Pony reinreiten. Hier sieht man wieder, dass der Boden komplett glatt und durchgehend ist. Keine Blechdecke, keine Kabelkanäle drauf, sondern eine komplett glatte Bodenplatte. Da noch ein kleiner Stauraum. Vielleicht noch ganz kurz. Fahrzeuge werden gefertigt in einem der größten und ich sag mal Trigano-Gruppe. Vielleicht mal, da wird ja nicht nur eine Marke gefertigt, da sind ganz, ganz, ganz viele mit dabei. Das heißt, es ist Hightech, was ihr da habt, ja. Alle Maschinen auf höchstem Niveau, das soll ja am besten passen. Die Passmaße, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Spaltmaße, Holzqualität, Oberflächen, das sind so Kleinigkeiten. Das ist eben Trigano, oder? Trigano ist ein Riesenladen und durch diese Großserienproduktion von mehreren tausend Kastenwagen jedes Jahr haben wir natürlich hier eine relativ perfektionistische Verarbeitung auf dem Qualitätsniveau der Automobilindustrie. Ja, hier sind viele Extrateile speziell für die Kastenwagen gefertigt worden und diese Firmengruppe, das hast du schon richtig gesagt, fertigt hier für verschiedene Wohnmobilmarken, ich sag mal als Beispiele die bekanntesten, Chasson, Challenger, Rollerteam und natürlich eben auch für Forster. Ja, die unterscheiden sich im Prinzip nur durch verschiedene Möbeloberfläche, durch unterschiedliche Polsterfarben und durch die Beklebung außen auf der Karosserie. Teilweise sind dann andere Fenster verbaut, entweder die vorgehängten oder die flachbündig integrierten. Aber die Technik mit den Druckwasseranlagen, die Heizungssysteme, das ist in allen Fahrzeugen letztlich auf ähnlich hohem Niveau. Also keine Saugpumpe, sondern eine Druckwasserpumpe. Detlef baut das Bett nochmal zurück. Wir gucken uns mal den Preis an. 49.500 Euro, wir haben drüber gesprochen. Für das Geld kriegst du auch den langen, aber das ist es ja nicht. Jemand, der den kurzen will, entscheidet sich ja ganz bewusst dafür. Und nicht, weil er irgendwie 500 Euro sparen will. Ganz genau. Ich habe hier quasi ein universelles Fahrzeug, was ich auch für die Leute im City-Bereich nutzen kann. Viele überlegen ja, ob ich einen VW-Bus anschaffe oder überhaupt ein Wohnmobil. Aber ein großes Wohnmobil hat natürlich immer den Vorteil, der ist relativ sperrig, steht viel rum und wartet auf die Schulferien. Hier mit so einem kleinen Fahrzeug, schau mal, der Kühlschrank zum Beispiel. Hier kann ich jetzt vom Einkaufen kommen, räume alles rein, muss aber gar nicht nach Hause fahren, sondern kann damit dann noch was anderes machen, weil die Käse- und Milchpackungen sind schon im Kühlschrank drin. Umgekehrt, im Sommer habe ich hier meine kalten Getränke. Ja. Dann immer das übliche Problem, die Kinder wollen zu den unmöglichsten Zeiten irgendwo auf Toilette. Ja, da muss ich dann aber nicht ins Grüne, sondern habe in dem Falle meine Bordtoilette ja universell immer dabei. Viele, Mama, ich muss aufs Klo, Mama, sind wir da? Du musst aufs Klo. Genau. So. Und den älteren Kunden, den Erwachsenen, sage ich immer, Leute, wenn ihr beim bekannten Discounter einkauft in Blau-Weiß, ja, die Firma Aldi hat üblicherweise keine Kundentoilette, dann weiß ich aber, auf dem Parkplatz wartet meine eigene. Ja. Die müssen ab einer gewissen Größe, weißt du das, Klos anbieten. Hast du gewusst? Ab 1800 Quadratmeter. Deswegen haben die Großen haben eine. Das ist, Edeka hat immer eine. Edeka hat immer eine. Nee, das ist der Grund. Es ist die Quadratmeterfläche. Guck mal hier, 4 Toccato 8 habt ihr serienmäßig. Ja, wo ihr gerade da vorne unterwegs seid, also beim Ventesi-Modell haben wir immer noch das Feature, dass wir oben quasi den gesamten Cockpit-Bereich etwas öffnen. Wir lassen diese Hutablage weg. Dann habe ich als großer Mensch da vorne keine Stoßkante, habe entsprechend mehr Raum. Links und rechts eine kleine Ablage und zwischen den B-Säulen nochmal eine zusätzliche Lichtschiene. Simone, direkt jetzt vor dir. Ne? Dieser Boden. Ne? Simone, wir müssen leider Gas geben. Das ist so. Guckt euch die anderen Videos an. Der Detlef ist so sensationell. Da wird alles nochmal genau erklärt. Geh noch ganz kurz ins Bad. Das Bad ein bisschen kleiner hier, aber voll funktionell. Voll funktionell, relativ viel Platz. Und um ein bisschen Raum zu sparen oder um zum Duschen mehr Raum haben zu können, gibt es das Waschbecken hier in einem Klappformat.
Das heißt, es kommt aus der Wand raus, liegt unten direkt auf dem Holz auf, ist stabil und hat wieder die bekannte Metallarmatur mit der Druckwasseranlage im Hintergrund. So, auch hier wieder oben zum Klipsen, hier der Duschwank. Der Duschwank ist hier in dem Fall mit dem Schienensystem, bei dem anderen hatten wir es mit Metallmagnetklipsern. Eine Halterung für die Dusche ist schon dabei. Man kann sich natürlich als großer Mensch auch einfach auf den Deckel der Toilette setzen, macht den Vorhang um sich rum, kann sich bequem abduschen, beziehungsweise im Sommer nutze ich hier wieder die Möglichkeit, Dusche raus durchs Fenster, das ist beim Forster immer regelmäßig an Bord, und dusche mich einfach draußen vor der Tür. Simone, ganz schnell die Küche, ruckzuck, dass wir die auch noch drin haben. Denn gleich kommt. Weil hier ist ja der Kühlschrank verbaut. Da ist der Kühlschrank. Gerade mal gucken, da ist wahrscheinlich Besteckkasten, Schubladen, gerade mal zwei Stück. Auch die so, recht geräumig. Ich meine, wir sind auf 5,41 Meter. Das ist ja jetzt wirklich ein tolles, großes Fahrzeug. Und wir haben auch die 1,95 haben wir wieder. Liegefläche hier, oder? Bei dem Fahrzeug. Liegelänge ist ja im Prinzip genau die gleiche wie bei jedem anderen Kastenwagen auch. Der Ducato hat meistens irgendwas zwischen 1,94 und 1,96 in der Liegelänge im Bett. Und hier die Liegebreite mit 1,35 ist für zwei Personen eben noch ausreichend. So, jetzt kann man das von oben beladen. Da hast du schon gelernt. Detlef hat uns Anweisungen gegeben, wie wir das am besten wegmachen, nämlich nach vorne. Das geht am einfachsten. Und dann kommt hier diese Klappe. Und da ist das Heizungssystem zu sehen, ein Teil davon. Na, das haben wir hier anders gelöst beim Kurzen. Wir wollten hier nochmal überlegen, dass wir eben ein bisschen mehr Stauraum im Innenbereich erzeugen. In dem Falle haben wir die Heizung hinten eingebaut, da wo üblicherweise der Gaswaschenkasten steht. Den Gaswaschenkasten haben wir auf die Beifahrerseite verlegt. Und so haben wir hier mehr Raum, um den Innenbereich des Staukastens noch als Truhe für Gepäckaufnahmen nutzen zu können. So, kleiner Schrank noch hier drin. Und weiter geht's, Detlef. Moment, ein paar Sachen hast du noch gar nicht entdeckt. Schade. Ledergepolsterte Wände, sämtliche Rollos laufen im Innenbereich der Wand. Und ich kann mich hier abends auch einfach mal diagonal so ein bisschen auf die Liegefläche, auf die Sitzbank diagonal hinsetzen, weil ich da keine Stoßkanten in Form von irgendwelchen vorgebauten Jalousienkisten da habe. Das habe ich schon gesehen, ja. Das ist, haben wir im ersten Modell auch schon erwähnt, dass es alles lederbezogen ist, weil ich das Gefühl hatte, hier wollte das wirklich wissen. Fliegenschutzgitter hat es auch mit drin? So, es kommt gerade nochmal raus. Dann zeige ich dir im Eingangsbereich nochmal drei Features, die ich interessant finde. Mhm. So, erstens, hier haben wir nochmal eine zusätzliche Halteschiene. Die dient dazu, dass ihr den Tisch, den ich jetzt im Innenbereich nutze, auch hier draußen würde einhängen können. Dann kann ich draußen frühstücken oder abends nochmal ein bisschen gemütlich beieinander sitzen. Wenn ich ins Fahrzeug reingehe, ganz wichtig, bitte achtet drauf, hier nicht so eine offene Rinne. Ja? Viele machen Fliegengitter rein, aber haben dann so ein U-förmiges, offenes Profil. Ich denke, da muss man kein Caravaning-Profi sein, um zu erkennen, dass da natürlich immer der Dreck drin liegt. Besser ist es so, wie es hier beim Forster ist. Da hat es eine geschlossene Rinne. Das heißt, hier kann ich einfach drüber wegfegen, ohne dass da Schmutz ansammelt. Und ich bleibe auch öfter hängen, oder? Wenn das da ein bisschen hoch steht. Geh du mal barfuß hier drauf. Dann merkst du zum Beispiel, wenn ich so eine offene U-Rinne habe, das schmerzt irgendwie unterm Fuß. Wenn es oben glatt ist, ist alles okay. Da hat der Arzt gesagt, das wäre gut. Das wäre die Reflexzonenmassage für die. Mach mal bitte zu, das Fliegenschutzgitter. Fliegenschutzgitter läuft total leicht. Eben hier so, dass es von unten geführt wird und dass wir die Rinne nach oben geschlossen halten können. So, wir müssen leider weiter. Das ist Fantasy 541 HB. Preis ist 49.500. Detlef kriegt von mir den goldenen CMT-Orden. Du machst es echt gut mit uns mit. Und heute ist der 21. Gleich kommt die Zombie-Apokalypse. Die müssen wir filmen, dass wir die haben. Denn die Massen strömen in die CMT. Sehr, sehr erfolgreiche Messe. Viel los. Danke fürs Einschalten. Ciao.